Wohin möchte ich dieses Jahr? Ihr kennt dieses Problem, diese ganzen schwierigen Entscheidungen, die man sich im Jahr 2020 glücklicherweise alle nicht stellen muss. Beispiele wie, wohin fahre ich auf Urlaub? Wen treffe ich am Wochenende? In welche Disco gehe ich? Möchte ich eigentlich, dass die ganze Welt den Bach runtergeht? Ja gut, auf die Frage hätte ich mittlerweile tatsächlich eine etwas böse Antwort. Aber als wir uns damals noch überlegen konnten, wohin wir auf Urlaub fahren, als wir wirklich durch die Urlaubsprospekte geschaut haben und ich dann irgendwann einmal bemerkt habe, warte mal, in Prag gibt es ein Hotel mit einem Bierzimmer, wo man quasi aus einem Wasserhahn Bier bekommt und dafür nichts zahlt. Ka-ching! Nein, das ist natürlich ein absolut vorausgebuchter Ausflug. Aber wenn man dann irgendwo liest, warte mal, das heißt City of Blood. Ich weiß nicht, ob ich dort wahnsinnig gerne hingehen würde. Genauso wie ich auf Urlaub auch nicht in die Geisterstadt der Zombies fahren würde, weil ich dort Angst hätte, dass dort vielleicht die ganze Zeit irgendein Zombie am Glockenseil hängt und die Nacht der reitenden Leichen quasi verflucht zum Töten wird. Ja, da muss der absurde Typ, der absurde Dämon, das Amulett des Bösen abnehmen, damit die Zombies nicht irgendwann einmal zurückkehren oder man in die Hölle der lebenden Toten entführt. Wird. Ja, so ein Urlaub auf der Schreckensinsel der Zombies ist gerade dann toll, wenn man einen Muttertag dort feiert. Ja, ich glaube, wenn ich noch einen von diesen Witzen mache, dann wird jeder von euch zum Maniac und stößt das Tor zur Hölle auf. Anyways, wir fahren gemeinsam einmal ganz kurz auf Urlaub, nämlich in diese City of Blöd. Und da sehen wir, glaube ich, schon einmal auf den ersten Blick auf dem Frontcover vom deutschen DVD-Mediabook aus der Super Spooky Stories Collection, dass sich dieser Urlaub definitiv auszahlt. Also für diejenigen, die natürlich auf große, schwebende Totenschädel mit leuchtenden Laseraugen stehen. Da fällt mir aus irgendeinem Grund wieder der großartige Film Lady Terminator ein und ich weiß gar nicht wieso. Das ist aber auf jeden Fall ein phänomenales Cover-Artwork, das ich persönlich einfach nur großartig finde. Alleine eben die paar Personen, die da in der Mitte glauben, sie können von dem Ding flüchten. Sehr schön finde ich quasi auch, wie der Titelschriftzug einfach nur unterbrochen wird von diesem einen Schatten von dem Typen, der auf dem Frontcover von Slaughterhouse drauf ist, wo jetzt natürlich für die beiden diese Situation dann doch ein klein wenig gearscht ist, mehr oder weniger, wenn sie quasi da auf der hinteren Seite den Totenschädel haben, auf der vorderen Seite diesen Fetzenschädel und mehr oder weniger ihre eigenen Fetzenschädel bald auch zu Totenschädeln werden. Wir können auf den Spine schauen, da finden wir natürlich sehr schön den Filmtitel. Auf dem Backcover gibt's... Ah, oh, ist das geil, okay. Okay, aus welchem Grund auch immer hat sich dieser Film mit diesen 5 Screenshots relativ weit nach oben in meiner Wunschliste und Watchliste gehandelt. Wir bekommen da quasi auch einen Nachbau von der alten deutschen Videokassette, dazu noch ein paar technische Details zu diesem Release, so eben, dass diese Nummer 59 aus der Super Spooky Stories Reihe auf 111 Stück limitiert ist. Und in meinem Fall ist hier... Das ist jetzt natürlich dann interessant, wenn natürlich der Film in vielen Alternativ-Titelversionen vorliegt, dass ich jetzt auf den ersten Blick gar nicht weiß, ob City of Blood jetzt tatsächlich der Film African Poltergeist ist oder Cool Air. I can feel it cooling in the air tonight. Der African Poltergeist, was aber auch wirklich ein wahnsinnig cooler Titel ist. Außerdem gibt's zwischen den beiden Discs eben noch einmal das Booklet Monster, Mörder, Mutationen von Mike Blankenburg mit einigen Infos über Horrorfilme aus den 70er, 80ern und 90ern und eben ein wirklich großartiges Cover-Artwork, ein wirklich großartiger Titel. Ich mag das Teil.